Also benutze ich ein paar Feuerbursts, weil die ja kaum noch Mana verbrauchen. Und hau einfach mit ihm fleißig drauf. Au. Wood Spirit Orb. Okay. Nett. Da ist noch ein Milkweed. Gut, das ist das erste Mal, dass ich einen Secret Button hier finde. Energy, Vitality, Willpower, versus Poison, Rage Equipment, Augment Light and Fire. Smite Undeads more damage and Ghost Flame is upgraded to Cleansing Flame. Bringt mir allerdings. Würde mir Lebenspunkte bringen, aber ansonsten nicht viel. Welches waren die beiden Zaubertypen eigentlich? Earth und Fire. Eigentlich hätte ich einen meiner Magier dazu upgraden sollen und ihn dann zum Erd- und Feuermagier machen. Erd- und Feuerranger sozusagen. Und nicht meinen Krieger. So, das kenne ich alles. Gehen wir mal auf der Seite durch. Da ist noch mal ein Knopf. Da ist auch ein Knopf. Damit öffne ich das hier. Okay. Hat's voll gebracht. Warten wir mal noch einen Tick ab. Ach, den hatte ich schon. Ich höre Grinding von Stone of Stone im Westen. Oh. Oh, nö. Das wird jetzt unschön, weil auch das Licht ausgeht. Hier bin ich kurzzeitig sicher. Ja, bin ich. Poison Boat, Transmutation, Cure Poison. Magic Armor, Poison Cloud. Magic Armor habe ich dreimal. Ich habe Poison Shield noch gar nicht. Ah. Nur Cure Poison. Okay. Das heißt wieder die Taktik. So, zumachen. Da ist mal wieder mein Heal weg. Hi.
Go. Er hat schon wieder Hunger, was nicht so gut ist. Also sollte ich jetzt mal nochmal Rast ausnutzen und mich hochheilen. So, Health Recovery ist auf normal. Er regeneriert keinen Mana mehr, weil er Hunger hat. Die beiden können noch Mana regenerieren, was gut ist. Hallo. Danke fürs Vieh angreifen. So. So klappt das ganz, ganz smooth. Oh, und jetzt lasse ich es rein. Das ist nicht ganz so schön. Ging aber gerade noch mal gut. So. Serpentine Bow. Attack Power 30 ist schon mal besser als das hier. Speed 13 ist auch besser. Dexterity. Leistet mein Dexterity plus 1 und der Headhunter Trade. Ja. Und Marksmanship. Missile Weapons plus 4. Ernsthaft? Das war jetzt eine richtig nice Secret. Für Silastra. Oh. Da kommt eine Spinne. Da kommt gleich noch eine. Und wieder so ein Poison Gland. Ja. Oh, Hauer. Also in Yggdrasil essen war echt angemessen. Mal die beiden schon wieder auf rot sind, während die anderen beiden noch auf grün sind. Wurde hier hinten auch noch geöffnet, ja. Er hat nicht mehr genug Mana. Da blutet wieder was auf dem Boden. Das kann ich nicht einschlagen. Das kann ich auch nicht einschlagen. Hier sind auch keine Secret-Durchgänge. Ich könnte also nur hier in den, zu dem blutenden Boden rein.
Da hinten kann ich nicht lang. Was ist hier aufgegangen? Ich sehe keinen Knopf oder so. Oh. Wow. Fotzo. Was bist du bitte? Shitting Greaves. Sind leichter und besser. Squad of Poison Shield. Davon hatten wir es ja gerade. Flowering Spell bist du also. Und können wir nicht benutzen, weil wir Erdmagie noch 2 Punkte brauchen. Juhu. Das benutzen wir gleich, weil nur er Armor hat. Jo. Das Essen kann erstmal mit. Der Schädel kann auch mal mit. Und die Kiste, die bleibt hier mit der Hose. So. Also auch immer das für ein Vieh war, ich will es nie wiedersehen. Das hat mir Angst gemacht. So. Schmeißen wir noch einmal die Regenerationskeule an. So, einmal auch eine Generationsspell, dass Brenuir seine HP zurückbekommt. So, das dürfte reichen. Und mal ein Quicksave mittendrin. Jetzt ärgert uns der hier erstmal noch. Au, genau. Ja, du bist böse. Okay, das haben wir festgestellt. Noch ein Mikrit. Giftpulle und der Gaias Garden Teleport, der uns hier hoffentlich rausbringt. Hi, Schneckchen. Pot. Der habe ich schon ein bisschen Respekt, weil du bist die Killer-Variante. Und du droppst zwangs um mal was zu essen. Auch nicht schlecht. Ich
Hier gibt es nichts zu drücken. Auf welch gerade wild klicke. Dann gibt es sicherlich bei Schnecke Nummer 2 auf der anderen Seite was. Zu drücken.